willst nach Rosen duften, du möchtest einen fleckenlosen Slip haben und das jeden Tag? Ich habe die Lösung für dich. Du brauchst Intim-Deo. Du brauchst Intim-Seife. Das braucht kein Mensch. Wie du dich richtig wäschst, was Scheidenausfluss überhaupt ist und was Scheidenausfluss über deine Gesundheit aussagt, das erfährst du in diesem Video. Ich höre es hier in meiner Praxis immer wieder. Ich habe immer am Ende des Tages so einen weißen Fleck unter der Unterhose und es ist mir so unangenehm und ich wasche mich ganz doll und es geht nicht weg. Und da bricht mir immer ein bisschen das Herz, weil ihr müsst wissen, jede Frau auf diesem Planeten hat Ausfluss. Das ist völlig normal. Viele Mädels merken das schon mit 10, 11 Jahren, dass sie anfangen, ein bisschen Ausfluss in der Unterhose zu haben. Man sagt medizinisch, Ausfluss fängt an und ungefähr 1,5 Jahre später kommt die erste Periode, aber nur so als Anhaltspunkt. Aber wie sieht normaler Ausfluss aus? Also, der Fleck am Ende des Tages in der Unterhose kann 3 bis 5 cm lang sein und 2 bis 4 cm breit. Von der Farbe her ist es eher weiß bis hellgelb und von der Konsistenz her sowas wie vielleicht Duschgel. Also nicht feste und aber auch nicht zu flüssig. Also irgendwas in der Mitte. Aber wie entsteht Ausfluss überhaupt und warum haben wir das? Das ist super easy. Die Vagina ist ein Organ, was schlau ist und sich jeden Tag selber reinigt. Da sind alte Zellen drin beispielsweise, da ist ein bisschen Gebärmutterschleim mit, was so ein bisschen mit rauskommt. Und was rauskommt, sind die körpereigenen Bakterien. Wir haben nämlich in der Vagina ganz viele tolle Superheldenbakterien, die unsere Vagina schützen vor den bösen Bakterien des Universums. Und diese kommen entsprechend auch mit raus. Diese Bakterien nennt man Milchsäurebakterien. Sie produzieren eine Substanz, was macht, dass die Vagina sauer ist. Den pH-Wert der Vagina zu erhalten, ist super, super wichtig. Das bedeutet, unsere Milchsäurebakterien, die müssen wir hegen und pflegen, damit sie jeden Tag gute Dienste leisten können. Der Ausfluss hängt, wie ganz viele in unserem Körper, mit unserem weiblichen Zyklus zusammen. Der Ausfluss ist wie so eine Art Post-it, was unsere Vagina uns schickt, um uns zu sagen, alles gut oder nicht. Also beispielsweise, du gehst aufs Klo und dein Ausfluss sieht normal aus. Das ist, als würde deine Vagina sagen wollen, alles top. Und weil wir ja schon gesagt haben, unser Ausfluss sagt uns was darüber aus, wo wir im Zyklus stehen beispielsweise, verändert sich auch der Ausfluss. Und zwar um den Eisprung herum wird der klarer und dünner, ich sage immer so ein bisschen wie Rotze, so ein bisschen, also wie wenn man sehr erkältet ist und auch durchsichtiger entsprechend und man kann damit so ein bisschen Fäden ziehen, das ist der Eisprung. Und auch um den Eisprung herum kann auch die Menge des Ausflusses sich verändern, also dass es beispielsweise mehr ist. Die Natur hat das nämlich so eingerichtet, dass der Ausfluss sich verändert, wenn man einen Eisprung hat, damit die Spermien einfach da drin besser schwimmen können. So, und gegen Ende des Zyklus, wenn eine Periode naht, kann es zum Beispiel sein, dass die Farbe sich verändert, weil du vielleicht schon so ein bisschen Schmierblutung hast. Also es wird braun, also will dir deine Unterhose und deine Mumu dir sagen, Achtung, Periode im Anmarsch. Aber wann will dir deine Vagina sagen, Hilfe, geh bitte zum Arzt. Der Ausfluss kann zum Beispiel sich in der Farbe verändern, dass es dunkelgelb wird, dass es grün wird, dass es sehr, 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 sehr viel wird, dass du das Gefühl hast, die ganze Unterhose ist durchnässt. Und wenn der Geruch sich verändert. Also normal, Geruch ist geruchlos bis muggy, bis schweißig, bis würzig. Aber wenn es ganz, ganz übel nach altem Fisch riecht oder nach Abfall, geh bitte zum Arzt, dann liegt eine Infektion vor. Das ist wahrscheinlich nichts Schlimmes, aber sollte man behandeln. Und wenn der Ausfluss zum Beispiel auch bröckelig wird und so ein bisschen fester wird, wie so ein bisschen wie Hüttenkäse, das kann ein Hinweis sein auf einen Scheidenpilz. Zum Thema Scheidenpilz habe ich auch ein anderes Video gemacht, auch auf diesem Kanal zu finden. Aber wie kommt unsere Vagina in Trouble? Ihr habt ja schon gehört von unseren lieben Freunden, die Milchsäurebakterien, die uns beschützen gegen alle Bakterien, damit es immer gut riecht und nicht nach Müll oder nach Fisch riecht. Und hier kommt der Clou. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Intimsprays, weil es ist nämlich so, dass unsere Milchsäurebakterien, die sind etwas empfindlich und die mögen keine Seife. Ich sage immer, Seife, Sprays, Scheidenspülung, das ist wie Kryptonit für unsere Helden in der Vagina. Und deswegen, wenn wir das benutzen, dann sterben unsere Milchsäurebakterien, unser pH-Wert verändert sich und dann haben wir die Vagina komplett Tür und Tor geöffnet für sämtliche anderen Bakterien, die sich dort niederlassen, die sich ausbreiten in der Community. Und deshalb zeige ich euch jetzt, wie man sich richtig wäscht. Also, unsere Vulva mag keine Seife, haben wir schon erfahren. Sie mag eigentlich nur Wasser.
jeden Tag waschen oder auch jeden zweiten Tag waschen. Einfach mit Wasser drüber gehen. Wenn du das Gefühl hast, ich möchte gern aber mit ein bisschen was Seifigem waschen. Ich verstehe das. Manchmal reicht einem einfach Wasser nicht, weil man vielleicht viel Sport gemacht hat oder das Gefühl hat, unten ist vielleicht alles doch ein bisschen verschwitzt. Kannst du gerne, wenn du dir zum Beispiel die Haare gewaschen hast und hast noch ein bisschen Seife an den Fingern, hingehen. Und das ist ganz wichtig. Zwischen große und kleine Schamlippe und in den Leisten hineingehen. Ja? Hier und da so ein bisschen rein, alles wunderbar. Man geht nicht mit Fingern mit der Seife in die Vagina rein. Schön abtrocknen hinterher, auch ganz wichtig. Fertig. Und ganz wichtig, um Infektionen abzuwehren, und man kann es wirklich nicht oft genug sagen, Mädels, bitte von vorne bis hinten abwischen und nicht umgekehrt. Nicht Po abwischen und dann mit dem Papier dann über den Mumu wischen. Das mag sie gar nicht. Ja, da kriegst du alle möglichen Infektionen. Das ist wirklich nicht gut. Was ich aber auch auf alle Fälle sagen will, wenn du das Gefühl hast, du hast viel Ausfluss, nicht da einfach einen Tampon reinstecken. Dafür sind Tampons nicht da, um Ausfluss aufzusaugen. Sondern wenn du das Gefühl hast, du hast zu viel Ausfluss, geh lieber zum Arzt. Vielleicht haben wir da auch ein kleines Problem. Wir haben gelernt, es gibt überhaupt keinen Grund zur Scham oder zur übertriebenen Hygiene. Freunde dich mit deinem Ausfluss an. Deine Milchsäurebakterien sind lieb. Die sagen dir genau, wo du im Zyklus stehst und wann da ein Problem vorliegt, wann du zum Arzt gehen musst. Habt ihr noch Fragen oder Kommentare rund um das Thema Scheidengesundheit, Scheidenausfluss, schreibt eine E-Mail einfach die DRK Gesundheit. Weitere spannende Themen und Videos gibt es drüben bei TikTok von Volker und mir bei Dr. Sex und ansonsten in diesem Kanal.